Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play One Piece World Seeker. Ich bin das ein bisschen Muffix und was finden wir in dieser dunklen Gasse? Hilfe, wir werden ausgeraubt! Aber dafür haben wir ja hier meinen Gummiarm. So, beim letzten Mal sind wir hier. Komm wieder durch. Oh, ich bin zu fett. Beim letzten Mal waren wir im Unterwassergefängnis. Dort haben wir den guten Frankie gefunden, den König der perversen Roboter. Und haben ihn retten können. Dazu haben wir noch einen Bartholomäus Bär-Pazifister bezwungen. Und wir haben den unnötigsten Skill gekauft. Aber ganz ehrlich, jetzt macht die Fortbewegung deutlich mehr Spaß. Naja. Übrigens, ich meine den Skill hier. Der ist cool. Die Gummi-Rakete ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, wenn man sogar die Reichweite noch ein bisschen verbessert, wird es noch cooler. Naja, schauen wir mal zumindest, wie unser nächster Schritt geht. Wir wollen ja auch die gute Robin noch befreien. Willkommen zurück, Ruffy und Frankie. Du bist also Jan. Du traust ja ganz schön was, wenn du uns hilfst, aus dem Gefängnis zu fliehen. Danke für deine Hilfe, Jan. Nun sollte ich besser dafür sorgen, dass Frankie sich die Sunny anschaut. Überlass es mir. Wenn du von mir noch etwas brauche, besorge ich es im Handumdrehen. Okay, Ausrüstung und Kleidung herstellen. Benutze und erhalte Material, um Ausrüstung und Kleidung herzustellen. Du benutzt Ausrüstung, Bildung, Ausrüstung herzustellen. Um Muster und Kleidung herzustellen. Sprich mit Lysop oder Frank. Wo ist Lysop? Bei der 1000 Sunny, um Ausrüstung oder Kleidung herzustellen. Okay, Ausrüstung haben wir, aber Kleidung wäre ganz cool. Lassen wir das fertigen. Okay, gut. Einen Kraftring. Jo. Habe ich nicht einen Kraftring sogar schon? Möglich. Okay, okay, okay. Und Sachen kann man natürlich auch zerlegen dann. Macht Sinn. Okay, ich bringe sie zu Sunny. Was machst du jetzt, Ruffy? Nö, mir geht's gut. Ich will diese Insel weiter forschen. Ha, okay, Ruffy. Gib mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, na, Robin wollen wir doch hier befreien, oder? 200 Punkte. So, dann gehen wir doch hier mal wieder ganz kurz in unseren Skillbaum. Ja, ich denke, das ist der nächste, was wir machen, ist definitiv stärkerer Panzerangriff. Und jetzt schauen wir mal kurz, weil wir haben ja einiges eigentlich zu tun. Das ist hier die Welt. Gar nicht mal so klein. So, die Mitte fehlt noch komplett. Also die Routen sind ja Hauptquests. Das heißt, ich warp mich jetzt einfach mal hier hin. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns dort erwartet. Wie gesagt, Routen müsste ja eigentlich eine Hauptquest sein. Also vielleicht finden wir da jemanden von unseren Freunden. Vielleicht, wir waren davor an dem Platz, also da, sonst hätte ich jetzt gesagt, vielleicht ist da jetzt das Gefängnis, aber das Himmelsgefängnis, Mann. Übrigens, ich sage euch schon mal, der finale Bossfight des Spiels wird sein, wir werden nochmal ganz hoch auf das Himmelsgefängnis laufen, da wo wir begonnen haben, und dort müssen wir ganz sicher gegen Isaac kämpfen. Werde ich auf 100.000 Euro. Oh verdammt, das habe ich aufgenommen. So, hey, es ist John. Jean, hast du etwas über sie herausgefunden? Tut mir leid, bisher hatte ich kein Glück. Wie sieht's bei dir aus, Ruffy? Hast du eine Vermutung, wo sie sein könnten? Wenn sie zum Beispiel gerne essen, sind sie ja vielleicht in einem Restaurant. Oder wenn sie gerne schlafen, sind sie vielleicht in einem Gasthaus oder so weiter. Oder wenn es eine schöne Dame zum Umwurf geht, dann ist Sanji natürlich da. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Wertes Fräulein, ich bin Sanji. Ein Ritter der wahren Liebe. Ah. Ha? Sanji! Well, Ruffy, geht es gut? Ruffy, kennst du diesen Kerl? Ja, er ist unser Koch. Ruffy, woher kennst du diese wunderschöne Dame? Sie hat mich gefunden, nachdem ich dem Himmelsgefängnis ins Meer geplumpst war. Also, ins Meer geplumpst war's? Wow, Moment mal. Hat sie dir eine Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben? Ich bin auch vom Himmel geplumpst. Wieso hast du immer den ganzen Spaß? Verdammt nochmal. Hätte nie gedacht, dass ich mal so neidisch auf einen Teufelfruchtnutzer sein würde. Ach, das ist auf meinen ungünstiger Zeitpunkt, wertes Fräulein. Erlauben Sie mich erneut vorzustellen. Ich bin Sanji, der Ritter der wahren Liebe und Koch der Strohpiraten. Ich bin Jan. Freut mich, dich kennenzulernen, Sanji. Jan, was für ein wunderschöner Name. Sieht cool aus, Mann. Was machst du hier, Sanji? Ich habe mich in das Maraka-Stadt umgesehen. Da dachte ich, Nami und die andere dort finden zu können. Aber ich wurde ständig von Matrosen aufgehalten. Nun,
wo ich darüber nachdenke. Diese Typen haben etwas hinterlassen, was aussieht wie Marineanweisungen. Aber sie sind leider chiffriert. Darum habe ich keine Ahnung, was drin steht. Es muss sich um ein streng geheime Information handeln. Chiffriert? Darf ich mal sehen? Du meinst, du kannst das entschlüsseln? Ich bin schließlich der Anführer der Marinegegner. Ich habe meine Quellen. Du bist unglaublich, Tan. Absolut unglaublich. Streng geheime Information? Du meinst etwas wie eine Schatzkarte? Warte, das ist merkwürdig. Diese Anweisungen sind lückenhaft. Machst du Witze? Da steht Teil 1 von 3. Es muss noch irgendwo zwei weitere Teile geben. Es ist sehr gut möglich, dass der Rest der Information über uns, über Vorhaben der Marine enthält. Wenn sie Informationen über die Vorhaben der Marine enthalten, können sie von unschätzbarem Wert sein. Verstanden. Komm schon, Sanji, gehen wir die anderen zwei Teile suchen. Ich würde alles tun, um Sanji zu helfen. Los, teilen wir uns auf und durchsuchen diese Marktstadt. Seid bitte vorsichtig, ihr beiden. Derzeit leben viele Matrosen in Smaragdstadt. Dann ist es ja kein Wunder, dass dort so viele Leute waren. Keine Sorge, wir finden sie und sind 0, nichts wieder zurück. Hey, vielleicht weiß Musubi etwas. Musubi? Das ist die Frau, die ja immer Zutaten für das Mittagessen ihrer Kinder sammelt. Sie läuft hier oft herum, also hat sie die anderen Teile der Anweisung vielleicht gesehen. Mittagessen? Glaubst du, dass sie uns auch was machen würde? Ich glaube, Musubi lebt in der 5. Straße in Smaragdstadt. Du kannst die Straße an dem Zeichen unten an der Treppe erkennen. Musubis Kinder spielen in der Nähe der 5. Straße. Also könnte man sie vielleicht fragen, wo ihr Haus ist. Alles klar, suchen wir Musubi und holen uns ein Mittagessen. Oh, und die restliche Anweisung. Immer und fressen, denken's. Aber so gehört sich das. Okay. Wir müssen also in der 5. Straße gehen. Wird das jetzt irgendwie auf meiner Map markiert? Warte mal. Missionen, genau. Okay. Hä? Achso, Verzeihung, das ist Startstadt, Verzeihung. Da ist die Smaragdstadt. Oh ja, das war, wo wir vorher langgelatscht sind, wo so ultra viele Marinesoldaten waren. Der war gar nicht mal so cool. Warte, hier müssen. Sind das voll viele Zutaten? Zutaten? Hä? Huh? Ah, hier. Feinschmeckerpilz. Und das war's? Cool. Super. Warte, kann ich mir jetzt von hier so? Komm! Ah. Ey, da einmal muss gut laufen könnte, Mann. Jetzt muss ich irgendwie den Berg hochhüpfen. Das taugt mir nicht mal mit diesen Bergen. Die Grenzen echt das Ding, bis er einwandert, dass man da nicht raufhüpfen kann, ist echt unnötig. Weil jetzt muss ich ja wieder am Fronteingang gehen. Ja, ich weiß, dass da viele Marinesoldaten sind. Ich habe da schon mal alle bekämpft. War eigentlich mehr aus Versehen als aus Absicht, aber nun gut, jetzt sind wir wieder da. Ups. Also das von unten ausschalten, das bräuchte man eigentlich unbedingt, Mann. Ohne das musst du eigentlich fast gar nicht stealthen versuchen, weil das ist wirklich die effektivste Methode, um Gegner auszuschalten. So, warte mal. Aber ich kann es auch nicht hier mehr ausmachen. So, ist da wieder dieser starke Marinesoldat. Ich habe beim letzten Mal nämlich gut ein paar FP dagelassen. Das wäre ganz nett. Kann ich das Wasser eigentlich nehmen? Alter, ich kann so kaputt machen und in den Rücken geschossen werden. Coole Sache. Brauche ich unbedingt. So, das ist auch wahrscheinlich wieder diese Gatling Gun. Die 5. Straße. Ja, wo ist die 5. Straße? Alter! Du bist ein Headshot-Typ, Mann, hier. Das finde ich ja gar nicht cool, Mann. Bäm, so. Das ist meine ernsthafte Frage. Wo in 5 Gottes Namen soll ja die 5. Straße? Cool, die Marinesoldaten sieht mich nicht. Sehen mich nicht. Die Gatlingern sieht mich. Ha. Wo ist das in der 5. Straße? Ja, wo ist denn die 5. Straße? Da ist schon wieder eine Kiste. Beim letzten Mal war ja auch schon eine Kiste. Oder hab ich die? Nee. Die war beim letzten Mal ein bisschen weiter vorne gestanden. Oh, hab ich die übersehen? So, warte mal, ich mach mir mal cool aus. So. Ja gut, Leute, was haltet ihr eigentlich bis jetzt so von One Piece World Seekers? Hat definitiv seine coolen Punkte. Teilweise auch ein paar leider nicht so schöne Punkte.
schauen wir mal, welche Punkte hier im Laufe des Spiels noch weiter herausstechen und ob das Spiel am Ende doch cool bleibt oder nicht. Also hat er, zum, was ich gelesen habe, auch in den ersten Tagen nicht allzu gute Wertungen bekommen. Was natürlich schade ist, weil das Spiel schon einige echt nette Sachen hat, wenn es will. Ich muss jetzt auf der Straße langlaufen, anders bringt es nicht. Muss ich leider normale Gegner bekämpfen. Immer auf den Senkel gehen, weil ich brauche keine kleinen Knochen. Und ich mag es auch immer nur in den Rücken geschossen zu werden. Ja, die Gatling Gun kann ich auch nicht kaputt machen, oder? Oh, das hat mal gut funktioniert. Alter, das ist ja ein starker Mann. Schlachtfeldunheil, Mann. Krieg ich ja echt Angst. So, und einmal noch. So, 10.000 Fähigkeitspunkten. Einen. Ich tippe auf einen. Oh, das. Der unheilvolle Prophet. Also wer die Namensgebung bei dem Spiel gemacht hat, der war echt cool drauf. Der unheilvolle Prophet, liebe Leute. Das ist ein Name. 10 Fähigkeitspunkte hat sich natürlich hart gelohnt. Ach, und wo steht sie? Draußen. Oder zumindest direkt im Eingang. Ja, Superman. Wow, uns kommt niemand unter, der kein Matrose ist. Lebt hier eine Dame namens Musubi? Ja, yep, das ist Musubis Haus. Die Matrosen können einfach nicht genug von unserem Mittagessen bekommen. Geht es nur um euch? Was ist mit den anderen Inselbewohnern? Alle anderen sind weggezogen, als die Marine entschloss, hier die Matrosen einzuquartieren. Wir sind die einzigen, einzig gebliebenen. Zum Teil auch, weil sie mal aus Mittagessen leben. Ah, verstanden. Ist deine Mutter denn da? Mama ist gerade nicht da. Sie sucht Zutaten fürs Mittagessen. Wenn du es eilig hast, solltest du sie auf dem schmalen Pfad beim See finden können. Ja, habe ich gehört. Mein Kleiner. So, wartet. Oh. Ich will mich doch nur durch die Gegend schießen. Wieso gönnt mir das Spiel das nicht? Also ich glaube wirklich, wenn man die ganzen Upgrades hier komplett upgegradet hat, man, dann glaube ich, macht das Spiel richtig Laune. Wenn man wahrscheinlich an, wie man sich hier schön den Weg verkürzen kann. Übrigens, das könnt ihr aus. Oh nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Das könnte irgendwie aus Final Fantasy 15 stammen. Da gab es doch auch Locations, die sahen so ähnlich aus. So. Also, zum Beispiel hier, indem wir uns ja schön hier drauf geschwungen haben, haben wir uns hier deutlich aus dem Weg gespart. Und das ist nett. So, meine gute Dame Musubi. Ist Musubi nicht das eine aus Your Name, was alles verbindet? Ja, ich bin Musubi und wer bist du? Ja, ich? Ich bin Ruffy, der König der Piraten. Hast du irgendwo Marineanweisung gesehen? Jean meinte, du wüsstest vielleicht etwas. Marineanweisung? Ja, das könnte sein. Wirklich super. Sag mal, wie du sie gesehen hast. Jetzt warte mal. Egal, ob du ein Freund von Jean bist oder nicht, ich kann dir nicht einfach etwas ohne Gegenleistung geben. Du weißt, ich suche, ich glaube, du kannst mir helfen, Zutaten fürs Mittagessen sammeln. Könntest du mir 2 spitze Karotten bringen? Gemüse findest du auf dem Feld beim Rubindorf im Nordwesten der Insel. Ich hoffe, ich hab die schon. Du blödes Kackweib. Also ernsthaft, Mann. Also das ist doch ein Schmarrn. Ah, beim Rubin. Und wo ist das jetzt? Feld beim Rudindorf, Nordwestlin. Ja, jetzt sei still. Rodunderplatz, Stahlstadt. Ja, vielleicht da in der Mitte. Wo ist Norden? Norden ist da. Ja, da wahrscheinlich irgendwo. Also sowas kotzt mich ja echt hart an, Mann. Also Fetch-Quests sind ja in Ordnung. Dass ich jetzt irgendwo hingehen muss und was suchen muss. Ist ja vollkommen legitim, aber in meinen Augen nicht in Hauptstory-Missionen. In Hauptstory-Missionen ist doch ein Schmarrn. Ich will doch weiter, ich will doch Abenteuer leben und jetzt nicht so, oh, du brauchst Karotten. Ja, dann suchen wir dir Karotten. Will doch kein Mensch haben, Mann.
So. Was ist eigentlich da? Was haben wir denn hier? Geil, das sieht schön aus. So. Oh, das sieht schön aus, Mann. Jetzt sind wir hier richtig am World Seeker, Mann. So, sehr cool. Warte mal, da vorne müssen wir ein Item liegen. Oder? Vielleicht im See? Ja, dann lieber nicht. Oh, nein, 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 nein. Uppala, komm, komm, komm. Glitsch dich hoch! Das mit dem Glitschen, das hast du noch nicht so richtig raus, Ruffy. So, also. Zutaten werden mir leider nicht angezeigt. Das wäre echt schön. Oder? Ja, da oben ist was. Aber schau ich an, ohne meine Gum-Gum-Rakete könnte ich da auch gar nicht hochkommen. Ich komm auch so nicht hoch. Ah doch, da hätte ich locker hochkommen können. So. Komm, Karotte. Verdammt. Also ich gehe jetzt da lang. Und ich glaube, da oben könnte das Rubindorf sein. Da wäre ja auch eine Sidequest. Die könnte man zumindest annehmen. Die Hauptquest sparen wir uns jetzt erstmal. Ich brauche spitze Karotten. Und das ist nichts Unanständiges, meine lieben Freunde. Hoffe ich zumindest. Hallo? Karotten? Karotten? Bist du eine Karotte? Seid ihr alle Karotten? Wieso können sie nicht alle Karotten sein? Genau, in die Festung sind wir beim ersten Mal einfach so eingedrungen. Mehr eigentlich aus Versehen. So. Taufholz. Das wird noch eine sehr schöne Aufgabe werden. So, ja, okay, das ist der Inn, da wird es nett sein. So. Genau, und da war die Festung. Und wenn wir jetzt da hochlatschen, anstatt dahin, ich hoffe, das ist dann die Smaragdstadt. Nicht die Smaragdstadt, Verzeihung. Die Rubinstadt. Macht natürlich auch Sinn, weil alles hier mit dem Bergbau zu tun hat und die Insel einen Großteil von ihrem Reichtum nur deswegen hat, dass hier alle Städte nach Juwelen benannt ist. Ist zwar simpel, aber passend. So, gefällt mir übrigens, dass man an allen Gegnern echt locker vorbeilaufen kann. Eigentlich will ich das echt gar nicht mit einer neuen Story-Aufgabe beginnen, aber ich muss hier leider hin. Kann mich darüber warpen. So, wir müssen die Story-Mission aufheben, Mann. So, Rubindorf, okay, sehr schön. Ah, mit dir können wir reden. Ich komme auch retten und mit dir reden, so. Ja gut, dann reden wir nicht mit dir, mir ist das doch wurscht. Ich muss nur mit euch reden, mir ist das alles wurscht. Ich mache mein eigenes Dorf auf mit Blackjack und Norton. Übrigens, die Zitat stammt auf Futurama und sage ich immer wieder gerne. So, spitze Karotte. Da war noch eine. Ich will nicht mit dir reden. Oh, so. Okay, damit haben wir beide spitzen Karotten. Jetzt gehen wir noch schnell zu dem Herrn dahin. Rum, 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 rum. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So. Zu der Dame, Verzeihung. Ich bin am Verhungern. Oh, gutes Timing, könntest du mir wohl zwei Dosko-Kartoffeln bringen? Du solltest sie im Feld beim Rubindorf finden können. Das Dorf lebt vom Gemüseanbau. Wenn du sie mir bringst, gebe ich dir ein Geheimrezept von der Landverkäuferin in Smaragdstadt. Okay, gut. Schauen wir nochmal schnell, ob wir zufälligerweise schon haben. Okay, das machen wir jetzt schnell, weil wir sind ja eh hier. Sie ist im Rubindorf und sie schafft es nicht, die Sachen hier selber zu finden. Aber nun gut. So, weg da. So, da ist ein Feld. Ein Fertigkeitspunkt wieder. Das sind richtig gute Belohnungen, mit denen ich richtig viel anfangen kann. Ja gut, das sieht jetzt weniger feldmäßig aus. Ich will doch gar nichts von euch, Mann. Alter, schießt ihr einfach so random auf alle Leute, Mann. Okay, nur wie ich Strohgrafik bin, Mann. Nur weil auf mich auf Kopfgeld von guten 500 Millionen Barry aufgesetzt ist, ist so eh nichts, Mann. So. Was haben wir da? Eine rote Frucht. Toll. So, da hinten haben wir noch Orte. Also ich finde es ja nett. Ansonsten wäre das Spiel echt sehr frustrierend, dass alle Sachen, die man... Oh, da ist eine Dosko-Kartoffel. Dass alle Sachen, die man einsammeln kann, immer sofort auf der Map angezeigt werden. Ansonsten, Leute, wäre das Spiel wirklich
wird es nur daraus bestehen, dass man irgendwo langlatscht und hofft, dass man was findet. Kanonenkugelkohl. Boah, der geht sicher durch, Mann. Kohl und dann noch kanonenkugelmäßig. Schießt der dann aus dir raus gleich, oder? Gib mir noch mal eine verdammte Dosko-Kartoffel, Mann. Jetzt haben wir eine, haben wir schon. Alter! Wie viele Gegner sind die eigentlich bitte? Warte, haben wir das was? Ah, jetzt habe ich noch eine spitze Karotte gefunden. Toll. Aber das ist eigentlich reine Glückssache, was spawnt. Also, zum Beispiel ich mit meiner blöden Dosko-Kartoffel, ich kann jetzt hoffen, dass hier eine spawnt. Aber da jetzt keine spawnt, habe ich jetzt Pech gehabt, oder? Das ist schade. Na gut. Ist mir echt wurscht, weil ich warp mich einfach zurück. Nein! Gehen wir denn auf den Senkel, Marinesoldaten? So. Also wäre das cool, wenn man da irgendwie rüberhüpfen könnte, aber die Gegenden sind dann echt sehr strikt voneinander abgetrennt. Das ist ein bisschen schade. Es wäre halt cool, wenn wirklich, weil ihr seht, es ist halt ein großer Gang in der Mitte und da gehen immer die kleinen Gänge zu den einzelnen Gegnern durch. Mir gefällt, wie gesagt, der Stil, also es ist schon sehr schön mit den kleinen Städten, dass wirklich auch mal Marinefestungen da sind, was auch wirklich passt ja zum Setting. Und besonders hier Starstadt sieht ja wirklich echt eindrucksvoll aus, also das muss man wirklich mal sagen. Aber es wäre halt schöner wirklich, wenn es halt so ein bisschen verzweigt wäre, anstatt dass man jetzt immer wirklich von links nach rechts einmal durchgehen kann, weil jetzt, ihr seht ja, meine einzige Chance immer weiterzugehen ist halt wirklich, indem ich immer diesen Hauptgang in der Mitte gehe und das ist doch ein bisschen doof in meinen Augen. Aber naja, ihr seht, es geht jetzt schön flott hier. Mit dem. Und alle Marinesoldaten spawnen nach. Aber ziemlich flott. Die haben wir schon mal besiegt, das weiß ich. Das erste Mal, als wir hergekommen sind. Aber ihr seht, man, also die Gum-Gum-Rakete zu kaufen war definitiv geil, weil hier kann man sich halt saumäßig schnell da jetzt bewegen. Okay, da hast du eine Spitzenkarotte, dass ich da irgendwo reinsteckt, Dame hier. Ja. Danke, das war jetzt eine große Hilfe. Jetzt kann ich meinen Kindern morgen ein köstliches Mittagessen machen. Man, kann das also nicht gleich, schade. Oh. Ich will nur sicherstellen, dass meine Kinder was Anständiges essen haben. Karotten. Boah. Denn was auch immer in der Zukunft mit dieser Insel passiert, letztendlich sind es die Kinder, die sich darum kümmern werden. Oh, richtig. Die Marineanweisung. Es gibt eine kleine Höhle, die aus der See herausragt. Sie sieht aus wie ein Horn. Da war ich doch gerade. Gestern habe ich dort eine Schatzkiste der Marine bemerkt. Ich habe sie aber nicht gesehen, was drin ist. Allerdings schlichen sich dort in den Piraten herum. Also gibt es dort vielleicht nichts mehr zu holen. Eine kleine Höhle, die aus dem See rausragt? Danke. Warte kurz, du hast den Zepf mit. Was ist das? Eine Zepf für meine Spezialmittagessen. Jetzt kannst du jederzeit zubereiten. Vorausgesetzt, du hast einen Koch. Keine Sorge, wir haben mehr Sanji. Danke. Ja, bitteschön. Ob es wohl noch mehr davon gibt? Bitte pass auf Shan auf. Sie versucht immer viel zu viel im Alleingang zu regeln. Auf jeden Fall. Das ist doch ganz sicher die Höhle mit den Kristallen, oder? Ja, war mir schon klar. Das war mir schon klar, nur dass ich gerade eben war und da kein einziger Pirat war. Hallo? Huh, wer bist du denn? Hey, hast du irgendwo Schatzkisten gesehen? Ja, es gibt eine in der Höhle. Ich werde sie dir aber nicht einfach so übergeben. Meister Schlossknacker, wenn du wirklich Pirat bist, dann versuch sie doch von uns abzunehmen. Na gut, ich habe kein Problem damit. Mach doch gerne, Mann. Warte mal, habe ich denen jetzt gar keinen Schaden gemacht? Schade. Bam! Warte. Ah, verdammt, Mann. So. Muss ich mich erstmal um dich kümmern. Die kleinen Hansis sind eigentlich schlimmer als die großen. Und wo läufst du jetzt hin? Da, wo ich hintreffe. Also so richtigen Volltreffer, das wird bei mir auch nichts mehr, Mann. Ah, das war jetzt mal einer. Reto, okay. Bitte flieg nicht runter. Nein, okay, komm.
Werden wir so. Scharfschüsse. Und Slow-Mo fliegt er runter. Okay. Gut. Darf ich mir die Schatzkiste nehmen? Traurigerweise, wie gesagt, ich war hier gerade eben vor ein paar Sekunden. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, strecken wir uns mal und halten drei gedrückt. Das deprimierendste wäre, stell dir mal vor, du drückst und dann eine Sekunde davor lässt du los und dann musst du nochmal 10 Sekunden warten, bis du eine Kackkiste öffnet. Wo geht die auf? Okay, ich werde die Anweisung holen. So, gotcha. Ja, komm, sagt's, was ihr zu sagen habt. Office Sanjay hat mir gerade erzählt, dass du eine der Anweisungen gefunden hast. Ja, woher weißt du was? Das habe ich, die habe ich gerade auch gefunden. Achso, er hat eine gefunden. Klasse. Also haben wir uns ja alle daran, sie zu entziffern. Alles klar, ich bin überzeugt. Achso, Sanjay hat eine gefunden. Ich dachte, er weiß, dass wir eine gefunden haben. Weil wir wissen ja, Sanjay weiß alles. Er sieht ja alles. Jo, cool. Also damit haben wir jetzt immer mal ein schlagkräftiges Mitglied in unserer Party. Was ich schade finde, ich hätte mir schon gewünscht, dass die Sturmpiraten hier innerhalb der Kämpfe so ein bisschen zusammenarbeiten. Also von mir ist nur, wenn ihre einzelnen Missionen sind und jetzt nicht immer, aber so ein bisschen was wäre schon schön gewesen. Wo bin ich hier in 5 Gottes Namen? Wo habe ich mir jetzt hingeschossen? Irgendwer in der Sackgasse. Sehr gut. Da, wo die Gegner sind. Da sind wir gut. Steck den Arm an. Dann steck ihn halt nicht. Du könntest es dir viel leichter machen, wenn du einfach das machen würdest, was ich dir sage. So. Okay. Ah, okay. Jetzt käme ich wieder aus. Da ist wieder die Siedlung. Wo der eine Typ hier unten mal gesessen ist und irgendwas vom Friedhof sammeln wollte. Dabei ist der Friedhof die Stadt da vorne. Scheinbar ist da nicht der Bär los. So, Grundplatz. Genau. So, funzt es. So, okay. Gute Arbeit, ihr zwei. Ich werde sie jetzt entschlüsseln. Fertig. Wirklich? Du weißt jetzt also, wo der Schatz ist? Also, das sieht aus wie eine Liste mit Details zu den Sicherheitsmaßnahmen. Hier steht nichts über einen Schatz, den du suchst. Oh, das ist alles. Oh. Ruffy, zeigst du so etwa den Respekt für die ganze harte Arbeit, die Jeanne uns wegen in das Entschlüsseln dieser Anweisung gesteckt hat? Ich weiß es. Nicht gerade spannend. Es stehen sogar die Namen von Marineadmirälen drin. Admirälen? Sind die auf der Insel? Noch nicht, aber sie sollen bald ankommen. Wir hatten hier noch nie einen Admiral zu Besuch. Kommen sie hier, um dich und deine Crew zu fangen? Oder könnte es einen anderen Grund dafür geben? Wie auch immer. Jetzt wissen wir, dass wir besonders vorsichtig sein müssen. Und das alles nur dank dir, meine liebste Schau. Lass mich dir eine süße Superspeisen-Leckerei danken. Komm schon, ich bring's dir, Sunny. Hä? Danke. Ich hatte schon lange nichts Süßes mehr, aber... Warte, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt Süßigkeiten essen sollte, wo die Dinge doch so schlecht stehen. Genau, aus diesem Grund solltest du doch welche essen, hä? Schritt 1, etwas Köstliches essen. Schritt 2, sich froh und voll Energie fühlen. Schritt 3, die Zukunft mit neuer Entschlossenheit entgegengehen. Ich glaube, dass Musubi sich aus eben diesem Grund so viel Mühe mit dem Mittagessen ihrer Kinder gibt. In diesem Sinn werde ich dir also etwas Leckeres kochen, das du tagelang ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Ja, danke. Hey, Sanji, mach das bitte auch. Das ist ein Rezept für ein Spezialmittagessen, das ich von Musubi bekommen habe. Ein Rezept? Lass mal sehen. Okay, Erkundungsanfragen. Sprich mit Sanji in der 1000 Sunny, um Erkundungsanfragen in die Crew aufzugeben, damit sie nach Material suchen. Okay, dann tun unsere Leute doch was. Besonders Zorro, der hat doch keine Ahnung, was er tun soll. Okay. Sigma Chopper. Für Musubis Essen. Yo. Das ist wirklich lecker. Ich werde mal versuchen, das auch zu kochen, sobald ich wieder auf der Sunny bin. Ich gebe es Chopper, wenn es fertig ist. Bis später dann, Ruffy. Okay, Leute, damit haben wir Sanji gefunden. Und so, wie es aussieht, 2 von 6. Also, es fehlen noch, Brook fehlt noch, Robin fehlt noch, Zoro, der hat sich wahrscheinlich nur verirrt. So wie immer. Und ja, wer fehlt noch? Robin, Brook, Lysop, Gott, Usopp und
Zorro. Dann sollten wir wieder komplett sein. Und Lore, theoretisch war der auch immer in der Cutscene zu sehen, dass er auf dem Schiff ist. Nun gut, wir haben ja hier die Punkte, deswegen würde ich sagen, suchen wir dann beim nächsten Mal weiter. Doch, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.